Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, liebe Freunde. Ja, mein Lieblingsschauspieler Donald Trump ist jetzt der alte und neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wer jetzt glaubt, dass der uns rettet und dass jetzt alles super wird, von heute auf morgen, weil ja alle ein Maggi-Fix-Rezept oder Knorr-Rezept erwarten, der wird getäuscht werden. Und die Spaltung und die Angstmaschinen, die laufen derzeit auf Hochtouren. Was ist die Trennung und Spaltung in der Gesellschaft? Es lässt sich ganz einfach auf das Individuum, auf uns selber herunterbrechen. Das Getrenntsein und die Spaltung ist die Spaltung und die Trennung zu Gott. Und niemand auf der Bühne, auch wenn der Donald Trump mein Lieblingsschauspieler ist, weil ich den echt witzig finde und ich immer sehr oft lachen muss und ich finde das dann irgendwie cool. Aber es ist für mich eine Truman Show. Und Hoffnung, das gibt es in der Kinderwelt. Und diese Welt, in der wir leben, ist keine Kinderwelt. Ja, und die Ampelregierung fällt jetzt auseinander und der Herr Scholz, der am 15. Januar, der wird dann die Vertrauensfrage stellen. Und gestern ist der Herr Lindner entlassen worden, endlich. Das ist das Beste, was passieren konnte. Sag mal, glaubt ihr das? Glaubt ihr das tatsächlich, dass das, was sie euch zeigen, dass das nicht das ist, was ihr glauben und sehen sollt? Ja, ich weiß, viele Freunde von mir und Menschen, die mich lang kennen, die sagen, Boris, du bist einfach immer ein Tiefenarbeiter. Ja, ich bin an der Oberfläche, an der Langweiligkeit nicht interessiert. Ich bin daran nicht interessiert, weil ich bin mit der Quelle, mit meiner Seele verbunden und nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern sehr lange schon. Mindestens ein Viertel meines Lebens. Und deswegen, gestern hatte ich so richtig das Gefühl von Neutralität. Es gab gestern bei dieser Wahl so viel zu beobachten und so viel zu erkennen, das Wissen, das ich mir irgendwann mal angeeignet habe, durch zigtausend Bücher und Seminare und so weiter und so fort, die mich immer wieder ein Stück weitergebracht haben, die haben sich gestern teilweise dieses Wissen, dieses erhirnte, angelesene Wissen, was ja auch dem Ego-Geist entspricht, hat sich jedoch bestätigt. Und deswegen, die eigene Rettung, die liegt alle an uns selbst. Wir müssen uns selber retten. Es wird von außen niemand kommen, um uns zu retten. Und wenn da draußen auf der Bühne jemand auftaucht, egal wer das sein soll, ob von hier oder woanders, um das neutral zu sagen, oder irgendeine KI oder irgendwas, die es dann besser weiß als wir Menschen. Wir sind göttliche Wesen, wir sind der Ausdruck von Gott. Jeder von uns ist ein Individuum. Ein individueller Ausdruck von Gott und das gilt es für sich zurückzuerobern, in uns selbst, in unserem Leben mit zwei Füßen im Leben. Und alles andere ist Illusion. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, macht's gut und viel Spaß, weil die Spaltungs- und Angstmaschinen, die laufen brutalst übelst, damit genau das passiert. Die Menschen sollen sich nicht mit Gott verbinden. Und für uns, in unserem Kulturraum, ist der größte Geist, der jemals geboren worden ist, Jesus Christus. Und der ist die Brücke zum Göttlichen und die Brücke zu Gott.